Hallo, da sind wir wieder. Regina, sieht sie nicht aus wie ein Engel? Guckt euch das mal an. Oh, da träumt doch jede Frau von, oder? Waren deine Haare schon immer so? Nee, die waren überhaupt nicht immer so. Also ich habe jahrelang mit meinen Locken gekämpft, das muss ich wirklich leider sagen. Bis du die Methode rausgefunden hast, wie aus Stroh schönes, sanftes Lockenhaar wird. Ganz genau. Und auf die Methode bin ich leider wirklich erst vor einem Jahr gestoßen. Immerhin. Naja, du hättest es ja auch gar nicht finden können. Und genau aus diesem Grund zeigen wir ja heute diesen Film, weil Regina sagt, oh, ich möchte das so gerne Frauen mitteilen, die diese Methode vielleicht noch nicht kennen. Und die heißt? Das ist die Curly Girl Methode. Schreibe ich nachher auch noch unten rein, wenn ihr jetzt sagt, oh, was ist das, muss ich schnell mitschreiben. Schreiben wir also unten rein. Genau. Und ich bin durch Zufall über Facebook auf diese Curly Girl Methode gekommen, weil da gibt es tatsächlich sowas wie Selbsthilfegruppen für Leute, die Locken haben und mit ihren Locken kämpfen und auch mit den typischen Lockenproblemen. Ich glaube, jeder, der Locken hat, kennt sie. Am ersten Tag liegen sie noch einigermaßen, wenn man Glück hat. Am zweiten Tag werden sie strohiger. Wenn man in den Regen kommt, sieht man aus wie ein Wischmopp. Mhm. Sie blustern sich auf. Wenn man beim Friseur war, man kommt nach Hause, sagt der Mann, vorher sahst du aber besser aus, weil sie nämlich heiß geföhnt wurden und ordentlich durchgewuschelt. Und dann war das vorher sahst du besser aus, auch noch ordentlich teuer. Dann sind Locken echt eine frustrierende Sache. Und diese Curly Girl Methode, die hat, glaube ich, zuerst eine Amerikanerin erfunden. Lorraine heißt die mit Vornamen. Müsst ihr mal googeln vielleicht im Internet. Auf jeden Fall sind da sehr segensreiche Tipps. Das erste ist, man soll die Haare nicht austrocknen durch Tenside, denn man glaubt es nicht. Man glaubt ja immer, man hat eine Rossnatur im Haar. Lockige Haare sind empfindlich. Ich glaube, das Schlimmste ist auch, wenn man die bürstet, oder? Genau, wenn man die bürstet, macht man die lockigen Haare kaputt und man hat wirklich solche dreieckigen abstehenden Haare. Also das ist schlimmer, geht nicht mehr. Und es ist also ganz wichtig, dass man die durch häufiges Waschen nicht austrocknet. Dann der zweite Tipp in dieser Curly Girl Methode ist, man soll die Feuchthalteprodukte, zum Beispiel Conditioner oder Kuren, auf eine ganz bestimmte Art und Weise einführen. Da bin ich gespannt. Ja, das hat nicht einfach nur drauf und rausspielen. Nein, nicht einfach nur drauf und rausspielen, sondern man soll die so einarbeiten, ganz viel Produkt nehmen. Es kann auch ein ganz billiger Conditioner sein. Er muss nur sichere Inhaltsstoffe haben. Das heißt, keine austrocknenden Alkohole drinnen haben, zum Beispiel ist ganz wichtig. Silikone. Oh, Silikone ja, sind ganz, ganz schlimm für lockige Haare. So, den nehmt ihr in die Hand, eine ordentliche Menge an Produkt ins nasse Haar, massiert den ein in die Haare und jetzt kommt der Clou, die Haare sollen sich anfühlen wie Seetang. Wie fühlt sich Seetang an? Ganz glitschig. Ganz feucht und glitschig und weich fühlen sich die Haare an. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr das so einwirken lassen, ausspülen. Und dann habt ihr schon ganz viel Feuchtigkeit in eure trockenen Haare reingebracht. Das bringt wirklich unglaublich viel. Ein weiterer guter Tipp ist, wenn ihr die Haare trocknet, nehmt kein Frottee-Handtuch. Das ist zu hart für die lockigen Haare. Die sind wirklich empfindlich. Ich hätte es auch nicht geglaubt. Aber seitdem ich ein Mikrofaser-Handtuch nehme, ist es viel weicher für die Haare. Geht es meinen Haaren nach der Wäsche auch auf jeden Fall. Und vielleicht gar nicht rubbeln, sondern nur einschlagen. Genau, nur die Mikrofaser zieht die Feuchtigkeit dann von alleine raus. Genau. Dann gibt es ganz viele Produkte, um die Feuchtigkeit im Haar zu behalten. Denn das Problem bei den trockenen Haaren ist der Feuchtigkeitsverlust. Und also ich habe sehr viel ausprobiert. Unter anderem zum Beispiel auch Produkte wie Gleitgel. Gleitgel, weißt du, was da drin ist? Warum das flutschig ist? Nee. Hyaluron. Ah, tatsächlich. Also das wird in dieser Curly Girl Methode auch empfohlen. Und das war aber jetzt für meine Haare, das machte die so ein bisschen klätschig. Das hat mir nicht gefallen. Liegt vielleicht daran, das festigt tatsächlich ein bisschen. Also ich habe ja früher an der Friseurschneideschule referiert und da haben wir vor 30 Jahren schon mit Gleitgel gearbeitet, um Haare zum Abstehen zu bringen. Das wirkt wie ein Haarfestiger. Ah ja, also für meine Haare ist es nichts. Und der absolute Gamechanger bei meinen Haaren war, und deswegen sitze ich jetzt hier, tatsächlich ein selbstgemachtes Produkt, was fast nichts kostet, was jeder in der Küche kurz selber herstellen kann, was absolut chemiefrei ist, keinerlei schädigende Inhaltsstoffe hat und
wirklich definierte Locken macht, die sich weich anfühlen. Ja, die fühlen sich die sind wirklich, die sind wirklich so weich. Schön. Ich könnte den ganzen Tag reinfassen. Ich mag halt nicht dieses Brettharte in den Haaren. Vor allen Dingen bei langen Haaren. Das mag ich jetzt nicht. Spann die Leute nicht nur so auf die Folter. Also, jetzt, was ist es? Das ist Leinsamengel. So sieht es nachher aus. Man kann es umfüllen in so eine praktische Flasche hergestellt. Also wie so Seifenpumpspender, genau. Ne? Wird es ganz einfach aus Leinsamenkörnern. Mhm. Kannst du mal einen Deckel aufmachen, ein bisschen reinhalten, damit jeder auch weiß. Oh, ja, ich glaube, wir können noch. So, Leinsamen. Ganz einfache Leinsamen. Und wer schon mal vom Brötchen oder so Leinsamen so in der Backe hängen hat, der merkt, dass das geht da schlecht ab, weil sich das praktisch wie festsaugt, weil das so eine gelartige Hülle bekommt. Genau. Und ihr nehmt halt einfach zwei, also es jetzt gibt viele verschiedene Rezepte. Ich sage jetzt mal mein Rezept, was bei mir viel gebracht hat. Ich nehme 2 Esslöffel von dem Leinsamen in 250 Milliliter Wasser in einen kleinen Topf, lasse das kurz aufkochen. Dann fülle ich das direkt ab, lasse das durch ein kleines T-Sieb laufen, in ein Gefäß rein, fülle das um in so eine praktische Pumpflasche und herauskommt, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, jetzt tut es natürlich nicht. Transportgesichert. Ah, da ist dieser Clip. Transportgesichert, genau. Einfach mal den Clip ausziehen. Das war ja auch schlau, wenn man sie im Auto transportiert. So, komm raus. So, und jetzt sieht man, das hat eine so etwas glitschige Konsistenz. Ja, das macht so ein bisschen so Fäden, ne? Genau, das macht so ein bisschen Fäden. Und wenn ihr das so in die Haare rein macht, dann bringt das Feuchtigkeit sofort, Definition und Feuchtigkeit in die Haare und trocknet überhaupt nicht aus. Das ist wirklich toll. Wie viel nimmst du denn dann davon? Ja, das riecht so ein Händchen voll. Nee, riecht nach nichts. Wie schön. Also das ist nicht mal unangenehm. Nee, und es fühlt sich so ganz flutschig an. Genau. Wie fühlt sich das denn an, wenn man sich damit die Hände eincremt? Ja, man kann es tatsächlich auch fürs Gesicht nehmen. Ach. Man merkt doch im Gesicht, das hat da merkt man die festigende Wirkung auch, wenn man es aufs Gesicht auf. Es bringt einfach Feuchtigkeit. Das ist ja spannend. Mhm. Ja. Das heißt, das knetest du einfach ein und wenn das trocken ist, dann merkt man da nichts. Also es gibt keinen Rückstand, sondern es sind nur schöne Locken. Ne? Und ich habe es jetzt heute Morgen, ich habe die Haare extra heute Morgen gewaschen und die meisten Curly Girl Anhänger tun das direkt nach der Wäsche in die tropfnassen Haare noch rein. Okay. Und ich habe nichts anderes drin, kein einziges anderes Produkt drin, nur Leinsamengel und habe halt, ich bin zufrieden. Jetzt an Händen ist das so, als hätte ich nichts drauf. Ja, also ein bisschen wie Aloe Vera. Gibt keinen Rückstand. Ja, ich finde das sogar noch klebrig. Aloe Vera finde ich klebrig. Da merkt man das, aber es festigt auch ein bisschen. Man merkt es, ne? Also, ja, super. Also so simpel kann das sein. Genau. Ihr kauft euch Leinsamen. 2-3 Esslöffel auf 250 ml aufkochen. Wie lange kochen? Einfach nur mal so eben Ja, so. Das ist jetzt noch, da kann man Unterschiede machen. Also ich habe jetzt für diese Flasche hier, habe ich es relativ kurz aufkochen lassen. Hier seht ihr jetzt den Inhalt, das ist es jetzt noch ein bisschen fester und das bringt auch mehr Festigkeit in die Haare. Oh ja. Ne? Also wer mehr, ich brauche jetzt nicht so viel Festigkeit, das habe ich jetzt 5 Minuten kochen lassen, das 2 Minuten. Das ist ein deutlicher Unterschied dann auch. Okay. Dann habt ihr ein festeres Gel. Das ist schon fast wie ein Gel, wie man es kaufen kann. Ne? Ja. Und dann kann es auch sein, dass die Haare, die Curly Girl Leute nennen das Cast, dass die Haare so ein bisschen klumpig dann werden. Das ist nicht schlimm. Das kann man einfach dann, wenn das passiert, braucht man nicht nochmal die Haare waschen, nicht erschrecken. Mhm. Einfach ein bisschen rausreiben und dann ist weg. Dann staubt das weg. Das ist kein Problem. Einziger Nachteil bei diesem Produkt ist es ist keine Chemie drin, es hält sich nicht wahnsinnig lange. Also wenn man es in den Kühlschrank damit und ich nutze das so 5 Tage und dann ist es aber auch bei mir, weil ich es ja auch in die feuchten Haare tue. Und wenn ich jetzt morgen früh aufwache, die Haare sind ein bisschen trockener, tue ich es wieder rein, dann ist es auch leer und es kostet nichts, den Rest schütte ich weg. Es gibt auch Leute, die sind ganz hygienisch, die frieren sich das in kleinen Portionen ein. Okay. So das Eiswürfel kannst du auch so, ne? In so Eiswürfel rein und tauen sich das dann, aber das ist mir zu umständlich, morgens will ich los. Ja. Das ist ja wie so eine Routine, die alle 4-5 Tage, das mal eben so nebenbei das aufzukochen, abzufüllen, ratzfatz. Das ist ja überhaupt nicht schwierig und es ist ja nur eine Zutat plus Wasser und Leinsamen kostet nicht viel, ne? Nee. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es ist total erschwinglich. Ich glaube 1,99 so eine ganze, und da komme ich ja ewig mit hin. Und wer mag, kann auch noch so ein bisschen ein ätherisches Lavendelöl, ein paar Tröpfchen reintun. Könnte man auch, dann riecht es noch was. Ja. Sehr schön. Hast du auch Erfahrung mit Afro-Produkten?
Habe ich auch, weil ich habe hier unten drunter so ein paar Haare, die sind so ganz hartnäckig trocken. Und da habe ich mir von Cantu sind das Produkte, der Curl Activator zum Beispiel. Die gibt es beim Rossmann und ich glaube auch beim DM. Sind auch erschwingliche Produkte. Und das, wenn das so ganz trocken hier unten wird, dann verknoten die sich leider auch so blöd. Dann tue ich das nach der Wäsche, mische ich das mit dem Leinsamengel so in die Hand rein und reibe das hier unten rein. Aber man kann generell sagen, fast alle Afro-Produkte sind eben sehr, sehr fettig. Genau. Und für so ein feines Haar wird es dann auch schnell klätschig. Ja, genau. Und klätschig sieht einfach auch nicht gut aus. Mhm. Machst du inzwischen durch vielleicht auch nochmal so eine Intensivkur, was weiß ich, mit Olivenöl oder so, einmal die Woche, was man dann wieder genau, ausspült? Genau, wird auch in der Curly Girl Methode halt empfohlen und manchmal machen die Kuren sogar bevor sie die Haare waschen, also die Haare nass machen, macht Sinn, die Haare nass machen, richtig in trockenes Haar kuren macht nicht wirklich Sinn und lassen die unter einem Turban auch wirklich für eine Stunde einwirken, manche sogar zwei. Ich bin da jetzt nicht so ganz akribisch, weil so stundenlang mich mein Haar, ich finde es gibt wichtigere Sachen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man eine Kur nimmt, die eben ohne schädigende Inhaltsstoffe ist und die ordentlich lange einwirken lässt. Das mache ich auch. Und da auch wieder viel, oder? Ja. Muss ich leider bestätigen, viel ist tatsächlich... Also lieber ein günstigeres Produkt nehmen, aber davon viel, als jetzt was Teures, wo man so steht dann Haselnussgröße, da kommt man bei solchen... Also ich habe das nicht in 50 Jahren alles durchprobiert, ich habe es nicht geschafft. Ach, so weit bist du doch noch gar nicht. Hast du denn schon mal Stückseife ausprobiert? Also kein flüssiges Shampoo, sondern... Nee, das habe ich noch nicht. Magst du mal gerade diese Packung zeigen? Das habe ich jetzt Regina mal mitgegeben. Das sind so Seifenstücke. Ich habe selber auch noch keine Erfahrung damit. Aber dann haben wir direkt mal ein Feedback, ob das ein Produkt für uns ist, Seife am Stück zu nehmen und damit die Haare zu waschen. Weil das wird ja im Moment gehypt, Plastik, was auch richtig ist, Plastik einzusparen, wo es nur geht. Okay, hier ist jetzt auch eine Plastikhülle drüber. Aber längst nicht so viel, wie eine Plastikflasche dann verbrauchen würde. Also ich bin gespannt. Ist das nicht ein super Tipp mit diesem Leinsamengel? Also ich war total hin und weg, als ich das gehört habe, auch wenn mich das nicht betrifft, aber ich kann mir das vorstellen, wie das ist, wenn man so eine Matte hat und man sieht aus, ihr kennt den Spruch inzwischen, was Mama sagt, wie geplatzter Polsterstuhl. Genau. Weil das möchten wir doch nicht. Das möchte man nicht. Und das ist einfach wie so ein Engelchen. Ne? Schön. Vielen, vielen Dank, Regina, für viel diese Erfolg an alle, Erfahrungswerte. An alle Lockenköpfe, ganz viel Erfolg. Ja. Und wir schreiben das unten drunter, wo man das auch finden kann. Für diejenigen, die sagen, wie heißt das? Moment, wo finde ich das? Findet ihr unten, damit ihr es dann suchen und vor allen Dingen auch finden könnt, um so schöne Haare zu bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich bin froh, dass ich glatte Haare habe, die abstehen, weil das ist der Nachteil an gelockten Haaren. Du kannst nie eine Frisur tragen, so die fransig oder abstehend ist. Du hast immer dieselben Haare, dein Leben lang. Ne? Also das ist der Nachteil. Ja, aber wer hat das schon von Natur aus? Ohne Dauerwelle, vor allem mit Dauerwelle wird das nie so schön. Und das sieht aus wie ein Engel. So, ich wiederhole mich, ich weiß. Aber mit diesen Worten, Regina ist ein Engel. Tschüss! Tschüss! Nicht vergessen, Daumen hoch, ne? Für Regina. Bis dann. Tschüss.